Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Einige sind zurückgekommen. Deadline und Hans-Dieter Wurst hier, Lord Huntington sind auch angekommen. Ich weiß nicht, warum der gar keine Klamotten an hat. Habe ich den ausgezogen? Ich weiß es nicht. Aber lass uns erstmal ganz kurz das alles mitnehmen. Wenn wir den mal kurz hier rein. Fallout Boy, genau dasselbe. Brauchen wir das? Nee, brauchen wir nicht. Alles, alles klar. So. Weil wir müssen sie erstmal separat platzieren für Kleidung. Oh mein Gott, Kleidung. Oh. Stimmt. Machen wir das so. Es sind immerhin drei. Scheiße. Wir brauchen noch drei. Da läuft bestimmt irgendjemand noch zurück, ne? Erkundet. Erkundet. Get home. Ich. In 2 Minuten. Ha. Okay, ich habe bestimmt Klamotten dabei. Ja, ich habe genug Klamotten dabei. Alles. Alles klar. Gucken wir mal. Stell dich mal dahin. So. Das funktioniert einfach nicht, ne? Hallo? Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Warum geht's nicht? Warum geht's nicht? Okay, pass auf. Outfits. I4, ey. Nicht schlecht. Aber trotzdem kommt es weg. Ich werde jetzt hier alles löschen. Das tut mir in der Seele weh. So. Und dann probieren wir es einfach mit neuer Kleidung. Wird schon hinhauen. Und währenddessen wir warten, bis Zero zurückkommt, würde ich sagen, widmen wir uns der Quest von Lord Huntington und Deadline. Die haben sich schon positioniert in Raum 1. Sie können gleich dabei sein. Ich gehe jetzt mal direkt rein. Hallo? Oh, hallo. Warte, 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 warte. Hallo. So. Hallo, jetzt hört ihr mich. Sehr schön. Ja, ich habe gehört, ihr wollt sterben. Also wie gesagt, du sollst den Boss targeten, ne? Den Boss, du meinst die Maulwurfsmutter? Ja. Sie ist aber kein Boss. Du weißt, was ich meine, die Mutter. Ja, die Mutter. Okay. Damit keine neuen gespawnt werden. Wir haben es alle jetzt gehört. Deadline geht immer zuerst durch die Mutter. So ein Arsch. Von Maulwurfsratten, ja. Okay, so. Ich gehe mal kurz live. Zack. Alles klar. Wir gehen rein. Bitte die Maulwurfsrattenmutter targeten. Ja, ich hab's ja schon verstanden. Da ist sie. Ja, doch, sie ist doch ein Boss. Hast du Glück gehabt. Wir teilen unsere Stims übrigens auch. Okay. Wie viel habt ihr dabei nochmal? 10, ne? Ja. 10, ja. Ja, aber Deadline hat ja eine gute Waffe. Dann müsste er hier durchrotzen. So viel zum Thema, wir werden sterben. Du weißt nicht, was hier unten ist. Oder hast du es getestet vorher? Nein, leider nicht. Hätte ich machen können. Sehr schön. Ja gut, das der erste Raum ist schon mal geklärt. Mehr oder weniger. Ich vermute mal, aber... Der Boss ist tot und eine der Kleinen ist auch schon tot. Und es sind noch 2 Kleine da. Ja, die stehen ja schnell. Aber ich vermute mal, dass hier unten 2 Räume sein werden. Aber ich glaube, die Quest ist nach der Maulwurfsratte schon erledigt, oder nicht? Also nach diesem Raum. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Das wäre ja ein bisschen armselig, oder? Ich meine, da unten muss ja auch noch was sein. Vielleicht eine Todeskralle oder so. Ja, da hatte ich nicht so viel Lust drauf. Oh, 2 Stims für euch. Habt ihr die schon wieder zurückbekommen? Und eine Schrotflinte. Was haben wir denn hier bekommen? Wow! Einen halben Damage mehr für Lord Huntington. Die Quest ist doch noch nicht erfüllt, schade. Nein, das ist im ersten Raum, ey. Hallo, die anderen Quests waren auch nach der Hälfte des Worts fertig. Ja, aber es ist ja noch nicht die Hälfte, es sind ja anscheinend noch 3 Räume. Und vielleicht kommen ja noch Ghule oder so und dann zertötet er euch, weil ihr nur 4 Reds dabei habt. Und, kritischen? Soll ich? Noch nicht, nein. Erstmal beide aufheben. Dann gucken wir mal, ob sich das lohnt für euch.
Aber ich glaube, hier waren nur Nuka-Colas und Geld drin, ne? Oder nee, nicht mal Nuka-Colas, nur Geld. Aber ziemlich viel. Ja, 1100, ja gut, das sind ja 550 für beide. Wir teilen das anders auf. Ich teile das anders auf. 750, 350, ja? Ach, was? Ich bekomme die 750. Oh, Gule! Willkommen im Super-Duper-Mart. Was kann ich für euch tun? Na, was kann er für euch tun? Das dritte. Entschuldige die Störung. Wir suchen nur. Ich mach das schon. Mach du, ja. Entschuldige die Störung, wir suchen nach diesen Zutaten. Ja, gut, jetzt greifen sie euch natürlich nicht an. Schade. Ich kenne die Quest. Echt? Ich nicht. Ja, ich habe ja Hardcore-Modus angefangen von meinem Handy, deswegen habe ich sie da schon gemacht. Eine Kamera, ist das nicht toll? Kronkorken? Ja, 1325 und etwas für die Vault. Soll ich dich nochmal heilen? Nö. Ach komm, mal machen. Nö. Alles klar, okay. Ja, das ist so euren Abenteuer. Ich würde sagen, ich gehe nochmal raus, wenn das geht. Gehst du nochmal raus? Wie willst du nochmal rausgehen? Wenn ich so in der Vault angekommen bin, dann nochmal raus. Ja, man. Hab gesehen, du hast Geldprobleme. Ja, aber in 3 Tagen, oder nee, sogar in 2 Tagen, 2,5 Tagen kommt mein Mr. Handy zurück mit 5000 Grokok. Na dann. Außerdem hast du ja in der Vault auch unser Geld. Ja, 4325 Grokokken. Ja, herzlichen Glückwunsch zur Kamera. Danke, danke. Ich war jetzt ein bisschen still, weil ich mir den Stream vom Handy aus angeguckt habe. Ah. Und ich habe mich gemutet, damit ihr euch nicht selber hört. Achso. Also das Geld erst bei mir, wir teilen das dann rauf. Okay, und die Kamera? Die kannst du mir geben. Wer ist mir? Henrik, Lothar Denken. Okay. Alles klar, gut. Also Geld an Deadline, Kamera an Henrik. Ja. Genau. Alles klar, gut Leute. Vielen Dank fürs dabei sein. Immer bis danke, dann. Danke, dass wir dabei sein durften. Ja. Guten Abend noch. Ciao. Ciao. So, damit haben die beiden es geschafft, die Quest zu erledigen. Und wir haben ganz schön viele Nahrungsprobleme. Achso, weil unser Mr. Handy hier natürlich nicht mehr ist. Und wieso haben die alle keine Kleidung an? Oh nein, jetzt habe ich alles gelöscht. Hä? Warum haben die alle hatten die keine Kleidung? Also Shop Green, klar. Wieso haben die alle auch keine Waffe? Was ist denn hier los? Ist es. Kein Wunder, dass ich nichts habe. Ach so, da sind ja meine Leute mit der Kleidung. Na gut. Ihr habt es ja bald geschafft. Noch 4 Tage. Oh, ich sehe dich. Es ist ein bisschen raffinierter hinten. Haha, 204 Kronkorken. 4000. Wo nehme ich das Geld her? Egal. Okay, wir benötigen die Kleidung definitiv. Nehmen wir mal alles mit. Dann schicken wir dich dahin. Obwohl, du kannst auch dahin gehen, ne? Und jetzt gucken wir mal. Geht doch. Ich glaube, früher konnte man eine dieselbe Kleidung nehmen, oder? Ich glaube, früher haben wir mit einem derselben Kleidung genommen. Aber Fallout, was hattest du jetzt nochmal an? Ach ja, genau. Sci-Fan. So, Wladimir Putin. Jetzt habe ich natürlich Lord Huntingtons Klamotten zerstört, weil der hatte eine Gefechtsrüstung an. Die irgendwie nicht mehr anhatte, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich sie ihm weggenommen aus Versehen. Dann kriegst du die Ödlandsausrüstung, die ist ja auch ganz gut. Okay, jetzt gehen wir auf Zero, Anwärterrobe, Laborkette. Achso, den hatten wir ja schon, ne? Hatten wir ja schon. Hallo? Ich finde, diese Quest ist so dreckig. Ah, die kotzt mich so an. Nee, den hatten wir schon. Hier, Zero. Anwärterrobe, Laborkittel, Ödlandsausrüstung, ja. Endlich. Ach Gott, ich kriege hier die Krise, Leute. Ich kriege hier die Krise mit dieser Quest, ne? Wenn die erledigt ist, ich mache 3 Kreuze. Ich weiß nicht, haben wir den schon durchgehabt? Oh. Das war seine Gefechtsrüstung. Oh nein, sag nicht, ich hätte es auch so machen können. Mit seiner eigenen Kleidung. Ne, Fallout Boy hatten wir eh schon.
Okay, was fehlt noch? Drei Leute. Weißt du, was wir jetzt einfach machen? Knallhart. Ich mach drei Kinder. Das mit soll. Wir machen jetzt drei Kinder und dann ist gut. Ach Gott, das wird sich hier komplett ausbreiten, ne? Oh nein. Oh, hast du überhaupt eine Waffe in der Hand? Ja. Immerhin. Oh nein, ich wollte die Vault umstellen. Oh. Dinge, die ich vergessen habe. Muss ich morgen machen. Muss ich für die Folge morgen vorbereiten. Pyro? Hier geht's gut, ja? Vielleicht sollte jemand kurz helfen. Hallo? Wollt ihr nicht helfen? Ein paar mehr Leute, bitte. Ich habe auch alle so Kackwaffen, ne? Okay. Bugsy. Ich würde sagen, Bugsy, du kannst eigentlich mal rausgehen, ne? Mit deiner hübschen Waffe kommst du wahrscheinlich weit. Hast du irgendwas dabei? Bugsy. Inventory Bugsy, so. Ah, ein Redway, das lohnt sich ja nicht, damit loszugehen. Na gut, gehen wir aber so los. Okay, wir haben jetzt Geld ohne Ende, ne? Das heißt, wir können jetzt endlich mal auf Stufe 2 verbessern. Ja, ist alles Stufe 2 jetzt. Stufe 2. Stufe 2. So. Das heißt, jetzt haben wir Möglichkeiten, Geld auszugeben. Und zwar, wir haben ja schon... Ne, Klassenzimmer haben wir noch nicht, ne? Bauen wir mal das Klassenzimmer auf. Dann, wer bist du? Nein, ach, das wollte ich doch nicht. Nein, was mache ich denn? Oh, das pure Chaos bricht aus. Wer bist du? Hennoblett. Hennoblett, geh mal darüber. Du gehst da runter. Du gehst darauf. Nein, zurück, Mann. Das komplette Chaos. Okay, so. Jetzt baue ich Outfit-Werkstatt auf. Ihr seht, es ist ein bisschen durcheinander. Macht euch keine Sorgen, das wird sich gleich ändern. Ich werde gleich umbauen. Dann sieht es nicht mehr so scheiße aus. Und jetzt nehmen wir mal mich und stellen mich da rein. Also mein neues Ego. Und als nächstes Fitnessraum. Lounge. Spielhalle. Das ist Glück. Lounge ist... Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Aber Fitnessraum müsste eh sein. Das heißt, wir brauchen 35 Leute. Drei Leute. Und wir brauchen nur noch drei Leute für diese komische Lunchbox-Quest. Das heißt, wir werden jetzt nochmal Kinder zeugen. Und wenn ich mir so mein Kraftwerk ansehe, sehe ich, dass wir auf jeden Fall Stärke-Fuzzis brauchen. Eine Menge. Eine Menge. Okay, pass auf. Jack the Ripper. Und Yassin. Ich weiß, Yassin, du bist quasi der Hengst hier in der Vault. Aber du wirst das schon überleben. So, und Henno. Jetzt wird deine Intelligenz gepusht. Bis zum geht nicht mehr. Damit du hier ordentlich was sammeln kannst. So. Und damit wir mehr Stims bekommen, würde ich sagen, wir bauen auf jeden Fall noch eine Krankenstation. Jetzt würde ich sagen, baue ich nochmal ganz kurz um und dann zeige ich euch das Resultat. Und dann war es das für heute. Und dann müssen wir halt nur noch abwägen, ob es sich lohnt, jetzt die Krankenstation noch weiter zu verbessern. Mal gucken. Aber jetzt können wir rein theoretisch 25 Stims lagern, ne? Kann man das irgendwo sehen? Lagerplatz 30. Ja, ich will es sehen können. Wie viel kann ich denn lagern? Dieses Spiel hat einen Fehler. Na gut. Leute, wir werden es sehen. Wir werden die maximale Anzahl ja schnell erreichen.
Wir brauchen noch Intelligenzbestien, ne? Du gehst da rein. Und dann nehmen wir... Nee, von hier nicht. Nehmen wir eine Frau von hier. Ich hab vergessen, wir müssen noch Kinder zeugen, ne? Dann nehmen wir den Mann hier. Eine Frau da. Mögen die sich? Du bist hübsch, ja, perfekt. Wir müssen noch ganz kurz gucken, ob die sich vertragen. Wir brauchen diese drei Kinder. Dann bauen wir jetzt nämlich das Haus um. Für die Vault. Da komme ich wieder. Dann werden die Kinder geboren. Und in der nächsten Folge sind sie dann auch schon wieder erwachsen. Das wird richtig schön. Obwohl nicht erwachsen, dann sind sie... Oh, nein, da sind sie ja ganz klein. Dann sind sie Kinder. Die werden ja... Die werden ja erstmal... rein ge-SMS't. Dann wird der Frau eine SMS geschickt. Dann ist sie plötzlich schwanger. Dann wird sie ein Kleinkind. Und dann muss sie ja noch erwachsen werden. Das heißt zwei Folgen. Scheiße. Das ist ein Radiostudio. Ich bin ein Genius. Sind wir in einem Vertibird oder hebe ich deinetwegen ab? Ja, das kann sein. Ich muss gucken, was ich mit dieser Lagereinheit hier mache. Das hier muss eigentlich irgendwo ganz unten hin, ne? Aber es hat sich halt perfekt ergeben, hier rein zu tun. Weil ich weiß nicht, was ich sonst hier rein tun soll. Deine Geschwister? Der Himmel will wissen, wenn du wieder nach Hause kommst. Okay, perfekt. Dann sehen wir uns gleich bei der fertigen Vault. So. Ich habe die Vault geordnet. So ein bisschen. Ach, scheiße. Steine hier im Weg. Wir müssen weg. Ah nein, ich verliere all mein Geld. All mein wunderschönes Geld. Ich hatte noch einiges damit vor. Ich kriege den Stein hier nicht weg. So. Ja, jetzt sind wir arm. Geil. Naja. So, jetzt laufen hier noch ein paar Leute durch die Gegend. Das liegt daran, dass ich die Räume halt verändert habe. So. Geht ihr mal da oben rein. Bendova. Jetzt muss ich alle hier wieder reintun, ey. Haben die sich verlaufen oder was? Wer bist du? Ah. Ach, das waren die. Ah. Sollte es doch da reingehen. Und da ist auch noch ein Stein. Scheiße. Ja, da muss ich nur loswerden. Okay, wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen Schwangeren. Jessin, dann übernehmen die nächsten. So, ich zeige euch gleich, was ich vorhabe. Und zwar, wir haben hier zwei Generatorräume. Immer soll eine Storage, ein Lager in der Mitte sein, so wie hier. Huch. Oh, okay, dich habe ich gar nicht gesehen. War er einfach mal da. Oh nein, da ist auch noch ein Stein. Ich dreh durch. So, okay, wir müssen die Steine irgendwie loswerden. Okay, so. Dann können die Leute hier, nämlich, aus Spielern bestehen, aus Roleplay-Spielern hier sich befinden. Und der Rest geht hier rüber. Dann haben wir die schon mal sortiert. Monkeys Hass 4, okay. Monkeys Hass gehen wir rüber. Dann haben wir hier nämlich eine gewisse Ordnung, wisst ihr? Dann ist das übersichtlich, was hier abgeht. So, wie gesagt, die Räume habe ich verbunden. Wir können jetzt drei Stims auf einmal herstellen. Dauert natürlich ein bisschen länger. Aber dafür haben wir ein bisschen mehr was davon. Solche Räume will ich immer nur im Doppelpack haben. Weil im Endeffekt werden wir sonst zu viele Stims haben. Ich werde vielleicht zwei Krankenstationen insgesamt haben. Das heißt, wir werden, ich weiß nicht, 50, 40 tragen können. Vielleicht werde ich das später noch erhöhen, wenn wir mehr Bewohner haben. Aber für den Anfang wird das erstmal hier so reichen. Okay, dann brauchen wir hier aber noch einen drinne. Das heißt, wir müssen die erstmal trennen. Wir brauchen ja mehr Intelligenzbestien, aber wir sind ja dabei. Wir sind ja dabei. So, du bist Jump. Achso, du solltest ja geschwängert werden. Hm. Haben wir hier eigentlich irgendwas Männliches? Shop Green. Ja gut, das wird schon passen. Machen wir uns mal ein paar Kinder. Und wir brauchen noch ein weiteres Kind, ne? Das heißt Pasculina und Monkeys Hass. Komm, ihr habt gerade Zeit. Tobt euch aus. Wie schnell mein Geld schon wieder weg ist. Wegen diesen dreckigen Steinen. Aber es ist jetzt sortiert. Ich bin glücklich. Ich bin wirklich glücklich jetzt erstmal. Es sieht nicht mehr so chaotisch aus. Klar, es ist noch nicht alles an seinem Platz. Und die hier sind irgendwie auch verkehrt.
Achso, ja klar. Weil hier waren ja vorher Gebäude, wo sie drinnen standen. Kann ich dich ins Radiostudio schicken, ohne dass du... Aber weißt du was, geh da in die Baracke. Hab Spaß. Pyo, Kryo. Ich dachte, du solltest eigentlich Kinder zeugen, ne? Na egal. Das haben wir ja eigentlich schon mehr als genug. Warum lauft ihr jetzt durch die Gegend? Leute? Ah, das ist kein... Das ist die Outfit-Werkstatt. Aber egal, ich wollte eh mal reingucken. Hey, cool. SP-Kampfanzug. So, was kann man denn hier so Schönes bauen? Irgendwas... Für die Vault können wir ziemlich viel bauen, ne? Das ist ganz praktisch, dass wir jetzt hier loslegen können. Mechanik-Overall. Auch hierzu wird auf Discord ein Video kommen, wo ihr unsere aktuellen Klamotten sehen könnt. Und dann könnt ihr euch was aussuchen. Wie gesagt, diese billigen Rohstoffe haben wir immer vorrätig. Die müssen wir nicht in der Vault haben. Die gebe ich uns einfach so, weil, ganz ehrlich, die kriegen wir jetzt jederzeit. Eigentlich wollte ich jetzt mit dem Geld, was wir noch übrig haben, ein paar Lager bauen. Aber das muss jetzt leider, ja, warten. Auf rumzulaufen. Und ihr sollt Kinder zeugen. Geht da oben hin. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles wieder zusammen. Wir brauchen nur unseren Mr. Handy für hier unten. Später werden wir einen einzelnen Mr. Handy noch hier haben, für diese Etage. Wir haben derzeit nur einen Mr. Handy, ne? Dass wir halt Strom ohne Ende haben. So, dann haben wir hier Fallout Boy. Dann haben... Ich hasse es, wenn es einfach so passiert. Und dann mit den neuen Kindern kriegen wir das zusammen. Füge vier Raumpaare zusammen, müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir das Geld dazu haben. Aber das kriegen wir schon hin. Okay, perfekt. Und Evil, wo ist Evil? Forschungslabor, ja gut. Du musst leider jetzt ein bisschen Zeit darin verbringen, bis wir genug Intelligenzbestien haben, um die Räume auszufüllen. Es fehlt uns einfach oben und unten an Leuten. Vor allem an gebildeten Leuten. Also Hanno, zieh mal hier hoch, hier. Schnell. Wir brauchen dich da oben. Aber sobald wir es haben, bin ich glücklicher. Ja? Seid ihr Geschwister? Jetzt hört auf, da hinten rumzutanzen und zu reden. Verdammt, ich weiß nicht, was die sagen. Die sagen gar nichts. Sie sind einfach nur anwesend. Ich warte jetzt mal einen Moment. Okay, die sind auf jeden Fall schon mal keine Geschwister. Mein Lager ist voll. Wodurch, bitte? Ja, durch die Outfits. Ja gut, die können ja nicht weg. Nein, die brauchen wir alle drei. Drei Kinder, drei Laborkittel. Das wird schon passen. So, Shop Green, du hast deine Arbeit getan. Wo schicken wir dich hin? Und du kommst auch dahin. Oh. Ist schon full? Na gut, das heißt, wir müssen jetzt Leute rausschicken, damit sie uns Müll bringen, damit wir Kleidung herstellen können. Wladimir Putin ist noch nicht gesund. Fallout Boy, du bist eigentlich nahezu gesund. Schieß los. Und ihr werdet endlich mal fertig. Wen haben wir denn hier alles drin? Shock Green, Pyro, 3, 7, 5, 2. Ja gut, dann der Raum ist eigentlich schon ganz gut. Einfach Fabi, Kamissa, Just Mike, Diana Anderson. Oh, du heißt Shop Anderson übrigens. Bendova und Isana, sehr schön. Das müsste ja auch soweit in Ordnung sein. Das heißt, du kannst ja nicht dahin gehen. Kann sie eigentlich mit dem dicken Bauch trainieren? Könnt ihr euch mal bitte beeilen?
Na, endlich. So kann sie eigentlich. Wobei sie trainiert ja nicht mit dem fetten Bauch, ne? Sie stellt sich da einfach nur rein. Ja, es geht. Ich würde sie halt gerne sehen, wie sie Liegestütze macht. Geht doch. So, ich habe jetzt meinen Typen erstmal hier in die Outfit-Werkstatt gepackt, damit er halt die Sachen zusammenstellen kann, die wir dann brauchen für die Vault. Zudem kann er den Raum halt auch beschützen, wenn er mag. Und ich denke, jetzt geht's richtig los, Leute. Jetzt geht's richtig los. Wenn wir jetzt das nächste Mal Geld haben, werden erstmal ein paar Lagerräume aufgestellt. Dann können wir ein bisschen Schrott sammeln. Und daraus können wir uns dann Waffen, Sachen herstellen für die Vault. P-Anzüge brauchen wir zum Glück gar nicht mehr, aber wir brauchen ganz viele A-Anzüge. Und Waffen brauchen wir eigentlich auch. Muss ich auch noch gucken. Dass ich parallel ein paar Waffen herstelle. Na gut, du bist... Oh, große A-Werte. Dann geh du mal erstmal da rein. Bis ich weiß, was ich mit dir anstellen möchte. Kannst du die Waffen für unsere Vault herstellen ein bisschen? Wobei, eigentlich müsste ich eigentlich nur die Waffen mitnehmen, die ich aus der Vault, aus dem Ödland kriege. Das müsste eigentlich schon reichen. Ansonsten muss ich das hier nämlich eigentlich verbessern. Mit 45 Bewohnern und hier 55 Bewohnern. Das heißt, es wird erst richtig interessant, wenn die hier die nächste Stufe erreicht haben. Aber es geht ja schnell. Geht ja schnell. Vielleicht noch ein, zwei Wochen. Und dann haben wir es. Ja, das ist jetzt halt unsere Vault. Ich muss sagen, jetzt ist sie ordentlich aufgeräumt. Das passt schon. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Monkeysas, zieh los. Bring uns Schrott mit. Und dann gucken wir, was die Leute alles mitgebracht haben und ob wir daraus dann Waffen fertigen können und Klamotten für unsere Vault. Haut rein, euer Zero. Tschüss.